Leute, willkommen zurück zu Legend of Zelda The Wind Waker. Wir haben jetzt letztes Mal einen Schlüssel bekommen. Den müssen wir jetzt hier einsetzen. Okay, muss ich allein sein, hier kommt dazwischen ein Gegner. Weil ich ihn nicht mitnehmen kann. Ist das der, den ich denke? Nein. Ich muss ihn nämlich hauen. Und da muss ich den Kopf hauen, ja? Er setzt dann wieder zusammen. Ich muss also gucken, dass ich den Kopf zusammenhaue. Bis er sich wieder zusammensetzt, ja? Noch einer. Der Kopf springt dann so umher, ja, und wenn ich nicht aufpasse, dann wenn ich den Kopf zusammen töte, dann setzt es sich wieder zusammen, ja? Wunderbar! Leute, jetzt kommen bestimmt ein Spiegelschild, ja? 100%ig. Die Waffe in diesem Dungeon bekommen wir jetzt, das Spiegelschild. Du hast das Spiegelschild gefunden. Bei ihm kannst du Licht bündeln und reflektieren. Drückst du R, Moment, ich muss kurz was einschalten. Drückst du R, hältst du ihn vor dich. Mit Hilfe von bestimmten Richtungen, in der nicht an den Sinn werden soll. Das kann ich jetzt gar nicht mal ausprobieren, weil da oben ist eine Sonne. Und die muss ich nämlich sogar reflektieren, damit ich rauskomme. Oh, das ist das voll schwer zum Lenken, ja. Wunderbar, Leute, wunderbar. Ich möchte eigentlich mal zurückgehen, weil ich diese Schatz haben möchte, ja. Leute, wir gehen jetzt nochmal zurück, ja. Ich muss. Jetzt hier noch erstmal. Ah, ich kann. Ich kann nicht meins reflektieren. Und dann diese Lichtschall auch nochmal reflektieren, ja, das geht. Komm, ich bin nicht mehr auf jetzt hier. Komm, stirb! Ach, ich kann aber nicht, ich kann nicht lenken und ich kann da, wenn ich so laufe, laufe ich da immer in die andere Richtung, ja, also ein bisschen blöd einfach. Die tun sich aber selber.
Ja, komm. Warten wir kurz. Und ich will jetzt dieses gelbe Ding da öffnen, ja? Und ich zeige euch, wie das geht. Ich zeige euch jetzt, wie das geht, Leute. Und zwar muss ich zuerst... muss ich erstmal den Lichtschal hier runterlegen lassen. Und jetzt kann ich nämlich... Ich hoffe, dass es geht. Nein, anscheinend nicht. Aber wie komme ich dann? Ich hab hier nicht. Bitte Leute, ich reflektiere die Harfe von ihr, glaube ich. Oder auch nicht. Auf jeden Fall. Also das ist so scheiße zum Lenken, ja, das haben sie ein bisschen gut gemacht. Gott. Da noch ein echt Fingerspitzengefühl, ja. Okay. Ich möchte einfach mal zurück, Leute. Ich möchte einfach mal zurück. Wie komme ich denn? Ist hier lang? Waren wir hier schon? Hier rein? Und dann da... Nein. Oh nein. Ah scheiße, da brauche ich sie jetzt. Fuck. Scheiße. Da, mein Gott, nein. Ich bin irgendwo sonst gelaufen. Ich bin im Weg völlig umsonst gelaufen. Das ist Lene in der Abkürzung, Leute, ja. Dieser Weg hier. Kann ich? Wie? Hm. Muss ich erst den ganzen Weg nochmal laufen oder was? Wo ist sie denn? Warum ist sie denn hier? Ja, stimmt schon. Ja, ich kann. Aber ich muss jetzt... Ne, muss ich nicht. Ich dachte schon, ich muss jetzt hier ganz oben mal laufen. Aber nein, dem ist nicht so. Hopp. Ich schätze mal, da ist nur irgendwie ein Lücksam da drin und so. Aber ich will alles haben, ja. Wir haben 6 Pfeile, Leute. 6 Pfeile. Boah. Okay. Ich muss sie mitnehmen, Leute. Ich brauche sie nämlich noch da vorne. Ist sie hier? Ja. Ah, jetzt müssen wir diese dummen Geister machen. Aber diese Typen hier.
Nein, ich will die Tonkopfhütte haben. Komm mal mit, Süße. Komm mal mit, Süße. Kann ich? Soll sich umdrehen? Du mir Hure! Bewegt sich natürlich dann. Halt mal deine dumme Harfe still, hey, das ist so unmöglich. Genau, so hält sie jetzt still. In der Bar. Nein! Ach Gott! Muss ich vielleicht... Nein, nein. Also es geht. Es geht nur so. Es muss... Es geht nur wirklich so, Leute. Das ist... Ich muss jetzt nur gucken, dass ich sie... Wenn ich jetzt ein Schild ziehe, dass ich dann, dass ich nicht rufen drücke. Ja? Genau, ja. Ja, gut. Die Biene. Sehr schön. Sehr schön. So, jetzt haben wir. Jetzt gehen wir die Mädchen zurück. Was ist das, was ist? Das ist eine Mumie. Soll es darstellen, oder? Soll es darstellen? Jetzt habe ich ja das Spiel, jetzt können wir erstmal machen wir dieses doofe Ding hier, ja? Erstmal, was wir jetzt machen. Das ist so scheiße mit diesem blöden Lichtding hier. Genau, so und jetzt nicht noch. Das ist echt total schwierig. Wunderbar. Sehr schön. So, jetzt können wir das aber noch wegmachen. Und ich bleibe das nicht so. Jetzt werden wir nochmal hier hingehen. Viele böse Hände sind.
2, 3, 4, 5, 6. So, das wird es. Gut. Okay, komm her. Na komm, zeig dich! Ich muss sie töten, was sonst... Ja, genau! Wie soll ich denn da aus... Wie kriege ich denn da aus den blöden Händen? Wann... Boah... Wie kann ich die denn locken, diese Hände, damit sie da auskommen? Mich töten kann. Nee, leck mich. Ich kann sie locken. Da haben diese Tussi. So kann ich sie nämlich locken. Und sobald sie haben, kann ich darauf einschlagen, ja. Und sie wegschnappen. Wunderbar, das ist wunderbar, das ist doch wunder, das ist doch saugeil. So. Dass ich hier keine Türen öffnen konnte, ja. Und ich jetzt das Spiel habe, kann ich das jetzt machen. Boah. Einmal. Ja, vollständig genau, Leute, nur, ja. Was haben wir hier? Ein Glücksamulett, oh Gott. Ich habe gesagt, Glücksamulette finden wir hier, genug. Ja. So, jetzt gucken wir mal, wie es aussieht. Hier, also im Erdgeschoss haben wir. Jetzt gehen wir auf den ersten Untergeschoss 1, ja. Aber ich kann die Glücksamulette wieder verkaufen, ein Teller hin, naja. Das ist nicht ganz so schlimm. Jetzt mal hier runter. So, Untergeschoss 1 sind wir jetzt. Hätte ich hier seine Tür, wir müssen diese Türen, vor diesen Türen müssen wir... Kann man nicht besiegen. Wie geht denn runter, runter? Und ich brauche sie. Wenn ich so einen doofen Felsen bin, brauche ich sie. Sonst komme ich da nicht durch. Das ist leider so. Und so geht's auch irgendwo hin. Aber ich gehe erstmal hier weiter. Was sind Linien? Leute, er läuft von alleine. Klar, das Leute ist von alleine gegangen. Ja, Leute, da sind sie, diese alten bekannten Spiegel, ja? Leute, kennen sie noch? Also nur noch Teil diese Spiegel? Diesen Geistertempel? Bestimmt. Leute, kennen sie bestimmt noch.
erstmal. Gut, das war der erste. Nein, nicht, du sollst ihn greifen. Vorschieben. So. Was ist das? Okay. Die Spinne können wir nicht verschieben. Den hier auch nicht. Also das ist wohl über irgendwie durch. Scheinen. Wenn wir hier rauf scheinen. Das Spiel scheint ja bestimmt diesen Elefanten an, ja. Aber es ist natürlich scheiße! Wenn man dieses so blöd lenken kann, das ist... Leute, das ist... Jeder will sagen, oh, so von einem muss es anleuchten. Leute, das ist scheiße zum Steuern, dieser Strahl, ja. Seht ihr? Wenn ich schnell zurückgebe, geht er... Ich muss den Joystick genauso halten, ja. Bevor ich das hab. So, und jetzt einen anderen Spiegel, damit das hier noch aufgeht. Das glaube ich kann ich ja so machen, oder? Gut. Zwei Türen. Wir gehen. Wenn ich hier stehe, ein Eingang so. Muss ich von hier aus hier hin, oder? Nein. Muss den anderen. Ja, das Rufen ist für den Arsch, ja. Das Rufen ist völlig für den Arsch, ja. Hier gibt es zwei Schatztruhen. Aha. Ich muss hier also... Ich kann ja nicht schlagen! Wie mache ich das? Ja, irgendwo eine Lichtquelle. Wie mache ich denn das, Leute? Shit, 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 shit. Ich kann nirgends irgendwie... Wenn jemand schon mal durch wollte. Ein Schlüssel, ja, aber wie bekomme ich den anderen? Ah! Dann nehmen wir sie zurück. Ich muss den durchlaufen. Muss ich kurz mal Köder spielen? Dann hat nicht. Ich schätze, ich muss hier erstmal alle töten, damit die Schatz zu erscheint, ja? Und weil die nur erscheinen, wenn ich die hier habe, also möglicherweise, muss ich das damit mitnehmen, ja? Ich wüsste nämlich ja sonst nicht, wie die erscheinen, ja? Und weshalb und warum und wie. So. Ah, hast du leider... Nein! Vergiss es! Oh, er hat mich fast gehabt! Ja, er hat mich fast gehabt.
Dummige Scheißkind. Was ich raus habe, gehen wir auf die Tausende zu, ja? Das wird bestimmt wieder ein Lüxer-Netz sein. Irgend so ein Scheiße, ja? Irgend so eine Scheiße wird das wieder sein. Irgend Glücksnetz, irgend so eine Scheiße, ja? Das war die letzte Leute, oder? Jawohl. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt haben wir zusammen. Ist nichts mehr, okay. So, dann geh mal mit. Oh. Eine Schatzkarte, ja wunderbar. Leute, wir werden bestimmte Schatzkarten benutzen, ja. Wenn wir Rubine brauchen, ja, werden die Schatzkarten zu günstig sein. Ja, komm. So, das war jetzt das. Jetzt können wir eigentlich weiterlaufen. Ja. Hier kommen wir schon zum Boss. Aber uns bringt jetzt im Moment herzlich wenig. Greifen Link. Nase inspizieren. Nein, kein Geist. Boah, das sind ja... Warten, bis der verschwindet. Ich kann die nicht treffen. Wie soll ich die denn treffen, Leute? Wie soll ich diese Scheißgeister irgendwie töten? Kann man das sagen, Leute? Leute, wie töte ich diese Geister, wenn sie ihr Ding von haben? Kann man das mal sagen? Ja. Schreibt es in die Kommentare, Leute. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich will ihm echt helfen. So, hier ist... Okay. Hier ist das, hier ist so, hier ist so. Wie machen wir das jetzt? Hier geht dann irgendwann nicht weiter. Moment. Wir müssen erstmal... Wir müssen irgendwie darüber kommen, Leute, ja? Ja, aber es ist doch alles beide der gleiche Raum. Was ist das? Das macht mich mal was ganz anderes. Nein. Ich fliege mit ihr rüber. Und mit Link rauf laufe ich dann rüber, ja? Ich
glaube zwar, dass ich... Na, so kommen die, so kommen die nämlich nicht, ja. Nick muss ich jetzt beeilen. Ich kann nämlich hier nicht hauen, Leute, ja? Ich kann hier nicht hauen, wenn ich so bin. So. Mama? Leute, das war nicht mal so schlecht. Aha! Interessant. Ich muss jetzt... wollte eigentlich abwehren. Ah, ich muss den Stahl mit ihr da durchlenken, damit ich dann diesen Elefanten steuern kann, okay. Das machen wir jetzt noch mal kurz. Und dann werden wir den Part beenden. Dieses Mal zumindest. Also ich kann auf jeden Fall den Stahl da durchlenken, ja, das ist mir klar. Seht ihr? Jetzt habe ich da dann, jetzt habe ich da nämlich Licht. Jetzt muss ich zurück und wollen, dass sie mich erwischen. Hat geklappt? Wunderbar. So, jetzt gehe ich so schnell in diesen Raum. Und dann werden wir den Park kurz. Also wir machen keinen Schnitt. Wenn wir die Pause zu lang machen. Ich versuche jetzt immer kurze Parts zu machen, ja. Aber ich kann es nicht versprechen, weil ich natürlich... Was soll die Scheiße? Warum ist die jetzt nicht mehr da? Wo ist denn die jetzt? Warum ist die jetzt hier? Boah! Muss ich... Aber das kann nicht sein. Das muss... Das geht nicht anders, Leute. Das ist... Das geht nicht anders. Die muss dann da stehen bleiben, ja? Das kann gar nicht anders sein. Die muss dann mal da stehen bleiben, damit ich hier das Licht habe. Damit ich hier diese Elefanten platt machen kann, ja? Damit wir dann hier weiterlaufen können. Boah, wie das wieder aufregt. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall war mir immer ein Schnitt. Ich versuche jetzt nochmal ins Bus gehen. Ja. Und damit sage ich, bis zum nächsten Mal. Und ihr werdet das Video kommentieren, teilen und mich abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.